Hallo liebe Zielgruppe zu einem neuen Video hier auf unserem Kanal. Wir fahren in den Süden und wir wissen nicht wohin. Nee, aber ihr wisst es jetzt schon. Also ja, sollte ja schon eingeblendet sein. Es wird ja hier rundherum eingeblendet, aber wir wissen es aktuell noch nicht. Und ja, seid gespannt auf unsere Reise. Genau. Ja, meine Lieben, was soll man sagen? Wir sind unterwegs Richtung Süden. Wie gesagt, wir wissen immer noch nicht, wo es hingeht, außer KFC. Das können wir euch sagen. Ja. Und wir sagen die Marke, weil wir es selber bezahlen. Also dementsprechend ist das keine Werbung. Oder doch Werbung? Ach, da haben wir keine Ahnung von. Ja, wir sind hier irgendwo auf der A7 zwischen... Harz, ne? Seesen. Hildershausen steht da oder sowas. Zwischen Seesen und Göttingen. 14 Kilometer Stau, eine Stunde länger, hat auch gerade Radio gesagt. Naja, das fängt ja schon super an. Ja, wir wussten ja, die A7. Ja, also wir kennen es von da oben. Wir fahren normalerweise immer in die Richtung, ne? Richtung Norden. Naja, diesmal halt in die andere Richtung, damit es nicht so langweilig für uns wird, dann halt auch mit Stau. Genau, damit wir uns bloß nicht dran denken, dass in die Richtung es schöner ist, ne? Ja, sonst fahren wir nachher in die Richtung. Ja, die wollen ja immer, dass wir in den Norden fahren. Und ja. Naja, sind wir mal gespannt. Also, so viel wird es vom heutigen Tag, glaube ich, nicht gehen, weil es ist schon dunkel. Also draußen, ich zeige euch mal. Tja. Und es ist von der Zeit her 18.31 Uhr. Ja, es ist so heavy, ne? Ja. Also die Uhrumstellung, also holla die Waldfee, kann die man gar nicht... Es ist mal dunkel. Ja. Richtig dunkel. Okay, hier ist momentan relativ gut beleuchtet, weil man hat viele, also weihnachtlich sieht es ja aus, ne? Überall die roten Lichter sind schon da, mein Gott, ist das nicht schön? Ja, eigentlich nicht, obwohl die Temperatur auf 4 Grad haben wir es draußen, uiuiuiui. Aber stört uns das? Nö. Weil wir haben ja eine Standheizung und die ist Gott sei Dank... Diesel betrieben und nicht Gas betrieben. Ich glaube, der Motor schaltet auch nicht ab, also Start-Stopp funktioniert gar nicht. Ich denke mal, das liegt daran, dass es einfach zu kalt ist. Ja, kann ich ja nachvollziehen. Ja, wir melden uns dann entweder hier immer noch mal im Stau, weil falls irgendwas noch ganz Gravierendes passiert ist, dann werden wir euch natürlich dazu berichten. Sonst melden wir uns von dem Kentucky-Laden, wo es Hühnchen gibt. Bis dahin. Wir haben es geschafft. Zusammen. Und wir sind nicht bei KFC. Nein. Haben uns einen anderen Laden jetzt gesucht, aber auch nur, weil wir einen Coupon gefunden haben, wo wir sagen können, das lohnt sich dann da ein bisschen zu sparen. An sich haben wir heute Mittag was gegessen in der Firma. Lecker von gestern. Genau, also von daher darf es jetzt nur noch eine Kleinigkeit auch gerne sein. Und ja. Ja, das geht dann für zwei Leute, ist das so eine Art Menü, das ist ganz gut. Ja. Wir haben es jetzt kurz vor 7:30 und stimmt gar nicht, kurz vor 8:30. Und einen ganzen Grad draußen. Ja, richtig schön kalt. Wolkenlos. Ja, das heißt, wir werden die Sterne sehen. Ja, wir gehen jetzt erstmal essen und wenn wir gegessen haben, dann melden wir uns nochmal wieder, wie denn der Plan für den Rest des Abends aussieht. Genau. Ja, herzlich willkommen auf unserem Schlafplatz, würde ich mal sagen. Wir sind von unserem Essen nicht mehr weit gefahren, ganz nah hier in der Stadt oder Dorf, ich weiß nicht, was es jetzt hier genau ist, eher so eine kleine Stadt, gab es einen kleinen Parkplatz, der schien über Park4Night ganz ruhig zu sein, also den haben wir auf Park4Night auch gefunden. Ja, wir probieren den jetzt aus und für eine Nacht wird es wohl reichen. Morgen früh können wir hier in der Nähe Brötchen holen, Bäcker und so weiter ist auch in der Nähe, Einkaufsläden, also was will man eigentlich dann mehr? Und von daher sagen wir für heute jetzt gute Nacht und bis morgen. Ja, und jetzt wundert ihr euch, wir sagen schon bis morgen. Ja, es ist halt 18 Uhr oder 5:30 gewesen, wo wir losgefahren sind. Und wir haben eine Stunde im Stau verloren. Das heißt, wir hatten echt keinen Bock jetzt mehr weiterzufahren. 21 Uhr, sind ja früh aufgestanden, deshalb geht
die eigentliche Reise erst morgen los. Für euch ist es relativ einfach, denn ihr müsst nur ein paar Sekunden warten, einmal die Uhr, wenn die gleich wieder durchs Bildschirm kreist, abwarten und dann sind wir schon wieder da. Dementsprechend sage ich auch gute Nacht und bis morgen. Guten Morgen. Guten Morgen. Wir sind hier, glaube ich, in Guxhagen. Wenn ich das jetzt richtig in Erinnerung habe, glaube ich, heißt der Ort so hier. Hier ist es richtig kalt. Richtig kalt. 0 Grad oder haben wir es noch kälter? Guck mal auf deine Uhr. Ist Ich glaube, vorhin war es bestimmt Minus. Im Moment sind es 0 Grad Nebel, aber 0 Nebel, Grad. naja. Ja, doch, so ein Ein bisschen. bisschen. Ja, selbst die Autobahn hört man hier, weil die ist hier gleich in der Nähe, die A7. Aber nicht im Auto. Im Da war Auto. es ruhig. Ja, doch, ich habe es schon gehört. Also, Ja? man muss aber dazu sagen, ich habe sie gehört um 6 Uhr morgens. A, war ich aus der Tiefschlafphase raus. Und B war, naja, es hat schon wieder mehr Verkehr. Ja. Ja, wir werden jetzt uns einen Bäcker suchen hier. Der soll hier in der Nähe sein. Und werden erstmal frühstücken. Ja, und dann geht es irgendwann weiter Richtung Süden. Wohin wissen wir noch nicht? Nee, leider nicht. Kein Plan, wo es hingeht. Aber Süden, das muss uns erstmal auch reichen. Wir Und schauen euch mal. muss das auch reichen. So, da gehen wir lang. Ja, und wie gesagt, schaut es euch einmal um. Moment. Da ist Flüsschen hier links. Genau. Ist ja süß. Wir sind auf der Bachbrücke. Genau. Ja. Wie gesagt, wir haben Zahnarzt hier in der Ecke, falls man was will. Die Post ist da. Theoretisch wäre da ein Metzger. Der sieht aber relativ noch zu aus. Oh, da ist was Aber drin, sie da macht läuft gleich. was. Ja, und wir gehen jetzt in die Untergasse und schauen mal, ob wir ein Croissant oder Brötchen kriegen. Und ich knicke nochmal den Fuß um. Ach, macht das Spaß am frühen Morgen. Apropos, falls ihr es nicht wisst, wir haben es wie spät? Viertel vor acht. Viertel vor acht, wir haben frei. Gott, irgendwas machen wir wieder falsch. Wir sind dabei, lecker Frühstück zu machen. Haben wir ja lange schon nicht mehr gezeigt. Und es gibt auch keine Änderung. Es bleibt bei erstmal, wie nennt sich das? Bei Toast. Toast gibt es heute aber nur für mich. Stefan kriegt ein Brötchen. Ja, hat sich verdient, das Brötchen. Muss ja so viel Auto fahren. Kriegt auch ein Brötchen. Das ist aber nett. Ja, so bin ich. Ja, Kaffee, Tee wieder, Ei, Marmelade. Also das Standardfrühstück, mehr gibt es auch einfach nicht. Und wie gesagt, wunderschön. Also ihr müsst euch vorstellen, stellt euch einfach mal das Graue hinter Stefan vor. Und da ist dann die Fulda. Das heißt, wir stehen direkt an der Fulda. Schöner Platz, schön ruhig, gut geschlafen. Ja, ruhig ist er. und ja, jetzt machen wir lecker Frühstück. Und ja, wenn es dann wieder weitergeht in Richtung Süden, wir wissen ja leider nur die Himmelsrichtung, also wir fahren Richtung Süden, mehr ist für uns eigentlich irgendwie nicht klar, dann melden wir uns auf jeden Fall wieder. Und ja, solange heißt es erstmal, macht irgendwas anderes, aber nur eine Sekunde, es geht nämlich gleich weiter, ne? Also nur eine Sekunde was anderes machen. Oder ihr macht kurz Pause und geht auf Toilette, das geht natürlich auch. Wir haben es 9:30. Ja, ist richtig. Haben gefrühstückt, haben uns fertig gemacht. Wetter lacht. Wetter lacht, die Sonne scheint. Die Blätter fallen von den Bäumen. Ja, wir haben Reformationstag oder wie die Kiddies so sagen würden, Halloween. Also ich, für mich ist es der Reformationstag, weil Reformationstag ist ein Feiertag. Halloween ist nämlich kein Feiertag. Ja, eben. Und das ist uns wichtiger, wenn dann Feiertag ist. Feiertag ist immer gut. Genau, wir machen uns jetzt richtig Süden auf, und zwar ganz speziell geht es jetzt erstmal nach Lindau an den Bodensee, aber das ist nur eine Zwischenstation zum Einkaufen, weil wir müssen unbedingt einkaufen. Morgen ist ja Allerheiligen und da ist rundum im Süden überall Feiertag. Egal wo du bist, in welchem Land du bist, das ist, glaube ich, überall Alles so. katholisch, deshalb ist da Feiertag und deshalb müssen wir unbedingt für 2 Tage einkaufen. Ja, Und Samstag auch nochmal, ne? und Samstag auch nochmal für 2 Tage einkaufen, weil Sonntag ist. Also Sowas Komisches. ja, hätten so, also Sonntag ist ja schön. Plötzlich kommt Sonntag. Sonntag ist ja in Ordnung, aber dass die Geschäfte zu haben, ach, naja. Ja, wir sind gespannt, was es wird. Rein theoretisch sollen wir 5 Stunden brauchen bis nach Lindau. Wir gehen mal davon aus, dass es sind 5,5 Stunden. Wir fahren immer in die A7, das kennen wir ja. Ja, und dann lass uns mal überraschen.
Genau. Bis später. Bis dann. So, wir machen jetzt eine Pause. Hat denn theoretisch einen Stau auf der A7, da ist irgendwie in der Nacht ein LKW umgekippt, falls jemand das mal gehört hat. Ja, und wir haben nicht aufs Navi gehört. Das Navi wollte partout immer wieder über die Autobahn fahren und hat einen immer wieder hingeleitet. Wir haben gesagt, nein, wir hören mal aufs Radio. Also Radio hören lohnt sich auf jeden Fall immer wieder. Und die haben gesagt, fahrt über die B27. Ja, das bayerische Radio hat auch gesagt, Umgehungsstraße fahren, aber bitte nicht die andere Bundesstraße, 200 irgendwas. Wir blenden es mal vielleicht ein oder auch nicht, das entscheiden wir mal spontan. Und ja, wie gut, dass wir das gemacht haben. Im Endeffekt haben wir eine Viertelstunde an Zeit gewonnen. Wir brauchen ungefähr noch 2 Stunden bis nach Lindau. Problem ist, da ist auch schon wieder ein LKW umgekippt. Ich weiß nicht, haben die gesoffen alle, Mann? Warum kippen die LKWs hier umher? Ja, als wenn sie nichts Besseres zu tun haben. Dann müssen wir mal schauen, wahrscheinlich 2,5 Stunden. Das heißt, wir sind Pi mal Daumen 15 Uhr am Bodensee. Und was machen wir da? Einkaufen. Nur einkaufen und dann geht's weiter in den Süden. Ja, was machen wir jetzt noch? Wir machen eine kleine Pause, werden einen Apfel essen, weil mehr haben wir gar nicht an Bord. Oder einen Wein. Aber Wein trinken ist jetzt, also ich könnte, Stefan nicht, der müsste halt warten. Auf jeden Fall werden wir einen Apfel essen und dann geht's weiter. Und dann sind wir mal gespannt, wann wir in Lindau eintreffen werden. Hallo! Hallo! Wir sind angekommen in Lindau und irgendwas machen wir falsch. Definitiv. Das Wetter ist plötzlich flupp, weg war's. Die Sonne. Genau, man ist in Schwaben angekommen. Schwaben war irgendwie die Grenze. Darüber war schönes Wetter und hier unten nur bewölkt, also lange Nebel verhangen. Also ihr müsst euch vorstellen, also da irgendwo könnten Berge sein. Könnten. Ja. Aber und da glaube ich sieht man. Das da unten nennt man Verarsche. Ja, und nur Hasenverarsche. Da hat man gedacht, also dass das da eine Eisenbahn war, aber nein, ist nur ein Bagger. So, jetzt ist die Frage, da hinten sehe ich aber doch so eine Silhouette. Ja, da hinten sind die Berge schon. Also man sieht ein bisschen Silhouette. Aber naja. Genau. Ja, wir werden jetzt einkaufen und zwar für 2 Tage, weil hier ist morgen Feiertag. Korrekt. Und auch in Österreich und in der Schweiz. Und wahrscheinlich in Italien, weil die erzkatholisch sind, auch Feiertage. Überall sind Feiertage. Möglich. Deshalb müssen wir für 2 Tage einkaufen. Und dann sind wir mal gespannt, was es heute zum Essen gibt. Und ja, morgen, ne? Schauen wir mal. Ja, in dem Sinne, werden jetzt erstmal was versuchen zu organisieren. Genau, das ist der Plan. Bis gleich. Bis dann. So, wir sind fertig mit Einkaufen für heute und morgen. Und die haben uns einen schönen Feiertag gewünscht. Wieso? Wir haben nur heute Feiertag. Ja, das ist vielleicht komisch. Das ist irritierend. Was machen die hier? Aber ist ja nett. Also gut, wir haben halt morgen einen Urlaubstag. Ja, aber Feiertag, nein. Dafür genau. Heute halt, ne? Genau, aber das stört nicht. Wir haben auf jeden Fall für 2 Tage gut Essen gekauft. Und es ist jetzt, keine Ahnung wie spät. Es ist jetzt 4:20. Korrekt. Das heißt, wir sind eigentlich genug Kilometer gefahren. Wir fahren heute nicht weiter. Wir wollten ja noch ein bisschen weiter in den Süden.
Aber ich denke mal, wir werden einfach mal hier in der Nähe von Lindau bleiben. Genau. Haben theoretisch einen schönen Platz bei Park von Night gefunden. Ob der wirklich schön ist, das sagen wir euch dann, wenn wir da sind. Und den schauen wir uns jetzt erstmal an. Wir haben auf Genau. jeden Fall es nicht weit, das sind 10 Minuten und 5 Kilometer. Ja, also ruckzuck sind wir da. Ja, und dann würde ich sagen, warten wir einfach eine Überblendung und dann sagen wir euch, wie der Platz ist. Genau. Ich glaube, ich stehe im Wald. Ich mit. Oder ein Männlein steht im Walde. Nein, zwei Männleins. Ganz still und stumm. Nein, still sind wir nicht und stumm schon gar nicht, weil wir können reden. Ja, wir haben einen Platz gefunden über der Park for Night. Wir können euch das mal so einblenden. Total oldschool. Genau. Aber wir blenden euch das auch richtig ein. Deshalb gehen wir mal ein bisschen auseinander, damit das genau in der Mitte eingeblendet werden kann. So. Jetzt muss ich weg, da bin ich aber wieder. Dann wird es eingeblendet werden. Also es ist ein ruhiger Stellplatz, das muss man sagen. Angeblich sollen wohl hier vielleicht mal in der Woche, wenn es dann Kinder sind oder sowas, Quatsch, hier ist ein Kindergarten oder so ein Waldkindergarten, dass die dann hierher Die gebracht werden, wenn machen die Eltern das hier in der auch Woche. aus dem Waldkindergarten, glaube ich, Oder irgendwie. so, wie auch immer. Man hört ein bisschen die Straße, Man muss aber dazu im sagen, Auto dann wir nicht sind mehr. direkt an der B12 und dann Genau. auch die Autobahn ist gar nicht mal so weit entfernt. Also, ich denke mal, für eine Nacht. Ja, und man kann hier auch gut wandern gehen. Also von daher, wenn man hier wandern möchte im Wald und so weiter, ist man hier sehr, sehr gut aufgehoben. Also Vielleicht Pilze sammeln, ich weiß es nicht. Gibt es hier Pilze? keine Ahnung, es gibt hier eine Wanderkarte und von daher ist das schon so ein Wandergebiet. Na, wird schwer, soll ich halten? Nö, das geht aber noch. Ich kann nur hin und her halten. Aha. Nee, okay, vielleicht gibt es hier irgendwelche Fußpilze, das weiß man nicht, das kann sein. Bei uns nicht. Bei uns Gott sei Dank nicht. Ja, wie gesagt, wir werden jetzt uns gemütlich machen, werden das Auto vorbereiten, Stefan wird das zum Essen kochen. Ja, das machen wir jetzt auch. Und ja, dann melden wir uns kurz bevor es Essen geht. Und wisst ihr, was Schönes? Ja. Es gibt hier lecker Wein heute. Oh ja, heute gibt's lecker Wein. Genau, und damit Mmh. grüßen wir wieder Guido. Genau. Ja. Unser Wein, wir haben ein bisschen Vorrat mitgenommen. Ja, ein bisschen muss sein. Wir sind 11 Tage unterwegs, das geht doch sonst nicht. Genau. So, das reicht's aber erstmal, weil jetzt wird es doch langsam schwer und ja, bis gleich dann wieder. Bis dann. Prost. So, das Essen ist gekocht, wie man sieht. Es ist auf dem Tisch. Ich hoffe, es wird uns schmecken, aber ich denke schon. Viel Arbeit hat es nicht gemacht, also von daher ging ganz einfach, ging ganz schnell. Ja, wir haben heute einen ganz besonderen Tag sogar, nämlich unseren 6-jähriges Kennenlerntag ist das. Vor 6 Jahren haben wir uns das erste Mal gesehen und ja. Jetzt sind wir jetzt schon 6 Jahre weiter und auch sogar schon verheiratet. Das haben wir ja in diesem Jahr schon erledigt. Ja, von daher würde ich sagen, stoßen wir erstmal darauf an, ne? Für Marcel gibt es einen Weißwein, das ist der Cuvée Blanc. Und für mich gibt es einen Christina, einen Rotwein. Genau, vom natürlich gleichen Weingut. Prost! Prost! Sehr lecker, sehr lecker. Gab es auch schon ein bisschen was zum Kochen, muss man ja auch fairerweise sagen. Und wir lassen es uns jetzt erstmal schmecken. Und von daher, ja, sehen wir uns gleich wieder. Wahrscheinlich noch. Oder vielleicht nachher. Aber erstmal guten Hunger. Guten Hunger! So, wir haben lecker gegessen.
Und es war nicht salzig, obwohl mein Mann ja eigentlich total verliebt ist, aber er hat es hingekriegt, nicht salzig zu kochen. Das ist super. Und ja, wir haben es jetzt, sage und schreibe, 6:30. Jetzt werdet ihr sagen, 6:30, was machen die denn jetzt schon ihren Abschlusssatz? Ja, es wird nämlich der Abschlusssatz. Ja, wir sind lange genug unterwegs und wir möchten jetzt in Ruhe uns fertig machen, anfangen, einen Film zu schauen. Dann wollen wir etwas probieren, was wir noch nie gesehen haben. Hanuta Cookies. Wir sind mal gespannt, wie die schmecken. Also das wollen wir jetzt auch noch probieren. Ja, und dann war es das auf jeden Fall für heute. Und morgen geht's weiter. Und ich würde behaupten, ja, gute Nacht und ja, bis morgen. Ciao, ciao.